Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Video mit eurem Xaug und der lieben Xialin. Yeah, wir bauen heute einen Weihnachtsbaum auf, also wo wir jetzt sitzen. Ja, weil heute ist schon der zweite Advent, da haben wir gedacht, wir brauchen langsam einen Weihnachtsbaum. Und wir haben einfach mal alles dafür besorgt, wo wir brauchen. Der soll hier hin. Genau. Wolltest du sagen, oder? Ja. Also. Haben wir besorgt. Genau. So. Alles, was wir brauchen. Eins, zwei. Drei. Leg gleich mal los. Vier. Au. Fünf. Das war laut. Dann bauen wir mal auf. Bauen wir mal Weihnachtsbaum. Wie sieht's mit euch aus? Steht euer Weihnachtsbaum schon? Leo, geh weg. Wir bauen jetzt einen Weihnachtsbaum. So. Ich pack aus, du stapelst. Sind die unterschiedlich groß, Nägel? Ich soll einen Baum bauen, oder was? Ja, versuch mal. Okay, dann schauen wir mal, wie groß er dann werden. Ich weiß nicht so genau. Vielleicht nicht zu groß. Ich baue jetzt den höchsten Toilettenpapierturm. Ich will gucken, ob ich bis zur Decke bauen kann. Das wackelt aber schon ganz schön. Was hältst du von der Größe hier? Oh nein! Hallo, was liegt da wohl? Aber wie viel wir hier haben, das ist alles total. Mann! Wieso wird das nix? Doch, sonst kommen wir nicht hoch, dann gibt es ja kein Baum. Ist das alles, was wir noch haben? Ja. Wir hatten so wenig Klopapier gekauft, wir brauchen mehr. Oh, wir haben noch, ja perfekt! Tada! Ja, der ist ja wunderschön. So, und jetzt, so ich brauche jetzt ein Stück. Nein, weg! Jetzt eine Lichterkette dran. Jetzt mal Lichter. Hilfst du mir? Schau mal, warte mal, ich muss irgendwie weiter hoch. Man sieht ja die Spitze gar nicht mehr. Weißt du, was wir nicht haben? Ein Stern? Wir haben keinen Stern. Ja, warte, wir können da oben eine Christenkugel draufnehmen. Oh ja, die darf auch nicht kaputt gehen. Nee. Papa! Ja, das war nicht so hässlich. Wie schön. Lasset uns froh und munter sein. So, ist er nicht wunderschön geworden? Ja, der ist so voll schön. Wer hat so einen coolen Weihnachtsbaum? Ja, wer hat so einen coolen Weihnachtsbaum? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, so. Das war aber natürlich alles nur Scherz. Wir bauen ihn jetzt wieder ab und dann demnächst zeigen wir euch den richtigen Weihnachtsbaum. Genau. Aber jetzt im Ernst, wie findet ihr den? Ich finde den gar nicht so schlecht. Ich finde den cool. Ich finde Klopapier. Er hat was. Ich finde ihn Klopapier. Weißt du, was passieren könnte, dass der Leo da sein Bein hebt und dran pinkelt? Ja, wird der Baum gelb, ne? Okay, abbauen. Dann gibt uns ein Like für den Klopapierbaum. Nein, warte, bitte. Okay. Gebt uns ein Like für den Klopapierbaum, wenn er euch gefällt, wenn ihr auch so einen haben wollt. Ja. Ich meine, kostet ja nicht viel, könnt ihr in den Supermarkt gehen und holt euch eine Rolle, dann könnt ihr euch einen im Wohnzimmer, ins Kinderzimmer hinstellen. Ist doch schön. Eine Lichterkette drum. Es gibt ja auch welche mit Motiven. Es gibt bestimmt auch Weihnachtsmotive. Oder mit Zeba dann. Ja, Zeba hat auch schöne Motive. Ja, vor allem sind die dann etwas länger. Ne? Da kann man einen größeren Baum bauen. Gut, so. Na dann. Okay, abbauen, high five. Oh mein Gott! Nein! Sorry! Schau mal, das macht ja alles dreckig. Oh, das habe ich nicht bedacht. Er steht noch! Wow! Das ist auch ein schöner Berg. Jeder würde sagen, was ist das? Oh. Und? Au, es tut weh. Schau, das tut weh. Ja, ja, gut. Aua, das war mein Auge.